Servus und hallo zur Wochenwettershow für den Aachensee. Die Aachenseeregion ist ein Urlaubsziel für die ganze Familie, egal ob klein oder groß, Skifahrer, Langläufer oder Wanderer. Gleich mehr dazu. Zuerst werfen wir aber einen Blick zurück. Der vergangene Donnerstag brachte uns schönstes Skiwetter, wie auch hier unsere Livecam vom Skigebiet Christlum zeigt. Und am Dienstag geht es genauso sonnig weiter. Teilweise scheint die Sonne dann auch wieder bei strahlend blauem Himmel. Ja, und auch am Mittwoch scheint zunächst noch die Sonne, die Wolken werden jedoch dichter und später zieht Regen heran. Oberhalb von rund 1000 Metern fällt dann Schnee. Die Höchstwerte liegen an diesen Tagen bei rund 3 bis 7 Grad. Und nun geht es um die kleinen Skihaserl. Die Aachenseeregion ist nämlich für Kinder wie geschaffen. Sie müssen sich am Anfang nicht mit Liftfahren plagen, sie können die ersten Schwünge quasi mitten im Dorf lernen. Danach geht es in die kindgerechten Erlebniswelten auf den Bergen. Die ausgebildeten Skilehrer machen aus den kleinen Skihaserln ganz schnell kleine Profis. Der Donnerstag ist auch noch ein recht guter Skitag. Es sind zwar einige Wolken unterwegs, die Sonne kann sich da nicht mehr ganz so häufig zeigen. Es bleibt aber meistens trocken bei maximal 2 bis 6 Grad. Wir könnten dann auch mal Langlauf ausprobieren. Der Aachensee, der wie ein Fjord eingebettet ist zwischen Rofangebirge und Karwendel, bietet nämlich tolle Langlaufbedingungen. Es gibt mehr als 200 Kilometern an Loipen, sowohl für Skater als auch für die Klassiker. Und Einsteiger können auf einer speziellen Übungsloipe in aller Ruhe lernen, wie man bremst, die Spur wechselt oder einen ordentlichen Notsturz hinlegt. Kommen wir zum Freitag. Das wird wohl der ungemütlichste Tag der Woche. Es fällt immer wieder Schnee, teilweise schneit es richtig kräftig. Am Vormittag fällt unterhalb von 1400 Metern noch Regen. Im Laufe des Nachmittags sinkt die Schneefallgrenze aber bis ins Tal, bis zum See. Es wird dann also überall weiß. Und wenn sie den Winter von seiner schönsten Seite erleben möchte, dann empfehle ich Ihnen Schneeschuhwandern. Dabei gelangen Sie zu den schönsten und unberührtesten Plätzen der Region. Sie können zum Beispiel von Steinberg am Rofan aus losmarschieren oder Sie holen sich beim Verleih ein paar wertvolle Tipps. Am Wochenende geht es recht winterlich weiter. Zeitweise scheint die Sonne. Zwischendurch kann es aber immer wieder mal ein paar Flocken geben, vor allem am Samstag. Dabei gehen die Temperaturen Tag für Tag ein wenig zurück. Am Samstag gibt es im Tal noch +2 Grad. Am Montag herrscht dann überall Dauerfrost. In 2000 Meter Höhe werden nur noch -8 Grad erreicht. Ja, und mit diesen winterlichen Aussichten steht einem zauberhaften Ski- und Langlaufurlaub nichts mehr im Wege. Genießen Sie zusammen mit Ihrer Familie die Wintertage und Ihre freie Zeit am Aachensee. Bis bald und auf Wiedersehen.